Felix Klare, alias Kommissar Sebastian Butz. Nach mehreren Jahren Bühnenabstinenz spielt er nun wieder am Theater. Das freut mich sehr, dass ich das wieder machen kann, weil das eigentlich, ja, das ist meine Basis, da komme ich her. Willkommen in den 50er Jahren. Wir sind bei den Proben zur Inszenierung von Ehen in Philippsburg, nach dem Roman von Martin Walser. Felix Klare verkörpert den Gynäkologen Dr. Benrath. Das heißt nicht nur eine flotte Sohle aufs Parkett legen, sondern viele Texte lernen. Beim Theater ist es eben eine 6 bis 8 Wochen Probenzeit, in der man mit der Rolle schwanger geht, in der man irgendwie diese Texte auch versucht zu lernen, die eben nicht mal sind, wo waren sie zwischen 16 und 16.30 Uhr, sondern wirklich komplizierte intellektuelle Texte, da ist man gefordert. Ich wusste, dass es mit diesen Mitteln wahrscheinlich nicht gelingen würde. Dazu ist es zu spät. Der Stuttgarter Stefan Kimmich führt Regie. Eine heikle Szene. Eine Abtreibung. Ja. Bist du dir denn darüber im Klaren, dass es sich dabei um eine regelrechte Operation handelt? Super, super, Felix. Können wir was Kleines einbauen? Bist du darüber im Klaren, dass es sich um eine regelrechte Operation handelt? Sandra? Nein. Nein. Ja. Anne, in der Elisabethenklinik. Da legen die Schwestern sofort die Instrumente aus der Hand und treten schon vom Operationstisch zurück, wenn ich bloß Frieden verlange, um einer Frau die Tuben abzubinden. Sie zu sterilisieren, wirklich? Weil sie gerade den dritten Kaiserschnitt hinter sich hat und keine weitere Geburt mehr überleben wird. Und wer ist nun dieser Dr. Benrath? Der schläft ja mit quasi allen Frauen in Stuttgart. Als Gynäkologe hat er, ja, lernt er ja auch einige kennen. Er verdrängt in diesem unglaublichen Sex, den er hat mit allen, und ist der Partylöwe. Ärzte, Anwälte, Chefredakteure, Industrielle, ein junger Journalist, Ehefrauen und Geliebte. Martin Walser beschreibt in Ehen in Philippsburg die menschlichen Leidenschaften und Laster der Wirtschaftswunderjahre. Am Beispiel Stuttgarts. Wird ja alles weggetanzt, weggedrückt, weggelacht, verdrängt, perlt, rennt der Zukunft entgegen. Dieses Festkrallen, nur Karriere zu machen und sonst alles auszublenden, diese Engsicht sozusagen, das ist, kann man natürlich daran schon sehr, sehr gut studieren. Ich werde arbeiten. Ruhm Treppen hinauf. Durch alle Stockwerke des Erfolgs. Glanz. Tausendäugige Bewunderung. Ob Anwalt, Autor oder Arzt, alles dreht sich um Karriere und Liebschaften. Dr. Benrath trifft seine Geliebte. Cecile, ich bin ja mit dir verheiratet, da meine Ehe nur noch eine Scheinehe ist. Tatsächlich? Ja, eine Scheinehe. So etwas gibt es nicht. Wir wissen es beide. Ein Mann ist mit einer Frau verheiratet, mit der er die meiste Zeit verbringt. Ich gehe in die kleine Gasse, in der ich mein Auto geparkt habe. Ich fahre nach Hause. Zu meiner Frau, zu Birger. Mein Hirn arbeitet mit der Präzision eines Chirurgenmessers. Ich lege alle überhaupt möglichen Fragen vor mich hin und präpariere für jede Frage eine Antwort, versehen mit eventuell notwendigen Ergänzungsantworten. Es kann sich ja über eine Antwort eine ganze Diskussion entspinnen. Ich hätte eine Bitte, weißt du, ich würde jetzt wahnsinnig gern entlassen werden von mir. Felix Klare hat uns überzeugt. Ehen in Philippsburg. Am Samstag ist Premiere. Und das kann man ja schon jetzt behaupten. Es wird gejubelt werden.